3, 2, 1. Liebe Grandios-Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Grandios, bei der es um den Wert und die Würde des Menschen gehen soll. Mein Name ist Stefan Reder und ich bin heute hier bei jemandem zu Gast, der sich schon von Berufs wegen viele Gedanken über den Wert und die Würde von Menschen macht. Er ist nämlich nicht nur ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, sondern auch Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik hier an der Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Heiner Bielefeld. Danke, dass wir heute bei Ihnen sein können und Sie sich Zeit für Grandios nehmen. Ja, sehr gern und vielen Dank Ihnen. Herr Professor Bielefeld, Sie haben Philosophie und katholische Theologie studiert. Und da Ihnen das scheinbar nicht reichte, haben Sie nach Ihrem Examen noch ein komplettes Geschichtsstudium draufgesetzt. Was hat Sie bewogen, sich dann ausgerechnet mit Menschenrechten zu befassen? Schon allein aufgrund der schieren Menge alternativer Themen liegt das ja nicht unbedingt auf der Hand. Ich finde, es liegt auf der Hand. Also alle die großen Themen, die uns auf den Nägeln brennen, haben immer auch was mit Menschenrechten zu tun. Und dieser Zusammenhang ist mir irgendwann mal aufgefallen. Und seitdem hänge ich drin in diesem Thema und entdecke immer neue Bezüge. Manchmal hin auch zu bioethischen Fragen, medizinethischen Fragen. Natürlich hat es ganz viel zu tun mit Völkerrecht, Völkerstrafrecht auch, wenn man an Russland denkt. Und die Invasion in der Ukraine. Aber es geht auch um Fragen von Pädagogik, Religionspädagogik. Es geht darum, die Menschenrechte auch in der Theologie zum Klingen zu bringen, in der Philosophie historische Bezüge auszuarbeiten. Also ich glaube, all die Grundfragen unserer Zeit kann man auch im Lichte der Menschenrechte diskutieren. Und deshalb fasziniert mich dies nicht nur akademisch, das will ich gleich sagen. Nämlich, wenn es nicht akademisch wird? Naja, also ich bin eigentlich seit 40 Jahren auch Aktivist. Ich habe in den 80er Jahren angefangen, als Ehrenamtlicher bei Amnesty International mitzumachen. Auch im kirchlichen Kontext, also bei Justitia et Pax, war ich lange Zeit für den Menschenrechtsbereich zuständig. Und über meine Tätigkeit bei der UNO habe ich noch viel weitere Kontakte, auch in viele zivilgesellschaftliche Gruppen. Und dann spreche ich ab und zu auch bei Demos. Also das gehört dazu. Die akademische Ebene ist das eine, das praktische Engagement das andere. Das darf nicht ganz ineinander fließen, aber im Endeffekt gehört es für mich dann doch zusammen.